Hallo und herzlich willkommen, meine lieben Freunde, zurück bei Let's Play. Wir sind in einer Grotte und wir sind ganz schön verkackt nochmal. Alleine, nein, bei Bionic Commando. Wow, was ein kreativer Einstieg. Und wir begeben uns gleich mal durch die Tiefen, durch die vor allen Dingen storytechnischen und wendungsreichen Tiefen der Handlung von Bionic Commando und der Atmosphäre und Welt selbigen Spieles. Okay, gut, das war jetzt ein viel zu langer Satz. Wir hangeln uns jetzt einfach hier mal durch die Walachei. Denn wir wollen sterben anscheinend, so wie ich gesprungen bin. Oh, okay. Hier kann man landen. Das ist, ich sag mal, das ist relativ angenehm, wenn wir jetzt einfach mal fallen können, ohne zu sterben. Finde ich gut. Finde ich wirklich gut. So, wir nehmen jetzt mal hier weiter auf. Wir sind schon bei 57% des Spiels angelangt, wurde mir eben angezeigt. Ist halt Gegner. Nee, okay, das ist einfach nur die natürliche Sonnenstrahlung. Das heißt, so lange wird sich dieses Spiel gar nicht mehr ziehen, wenn ich das verstanden habe. Mein 50% sind die Hälfte, aber es geht relativ schnell voran. Einfach nur vom Wachstum her gesehen und... Geil. Geil. Wir kommen endlich mal in die... Oh, schön, ey. Wir kommen mal in den Wald rein. Ein Gebiet, wo es zwar auch ein bisschen verwüstet ist, aber wo es zumindest mal, sag ich mal, echt angenehm aussieht. Hier Bäume. Geil. Geil, geil, geil. Bäume. Das finde ich echt schön. Ganz ehrlich, ich mag solche Landschaften in Spielen. Das gefällt mir. Das gefällt mir, das weiß mir durchaus zu gefallen. Also. Oh, ne? Warte mal, wo war denn mein Fadenkreuz? Also irgendwie gefällt mir das hier, muss ich sagen. Also schön. Oh nein, Polycraft. Ja, bitte zieht mal bitte über den Wald drüber und lasst mich in Ruhe. Ich laufe jetzt einfach mal. Und das habe ich mir endlich verdient. Einfach mal durch die grünen Landschaften, grüne Wiesen, ein Dickicht von Bäumen. Alles wunderschön hier. So. Auch wenn der Baum, ja gut, sagen wir mal, der streckt sich ein bisschen in die Länge. Können wir eigentlich... Geil! Naja, ich sag mal, es ist ein bisschen gummiartig, wie sich der Baum verhält, aber ansonsten... Wow, auch noch Wasser und... Oh nein, oh nein, oh nein, ich verstecke mich hinter Baum. Der sieht mich niemals. So scheiße, ey. Wieso stampft er eigentlich überall dahin, wo wir lang gehen? Ich meine... Okay, wir hören einfach mal zu. Also, dieser andere Typ ist ja schon ziemlich durchgeknallt, oder? Also der dreht schon ganz schön am Rad. Aber mir soll es egal sein. Ich habe jetzt Urlaub. Nee, leider habe ich keinen Urlaub. Und, oh fuck, hier was im Auge. Ah, das kriegen wir schon hin. Ah, ich bin auch übrigens gerade erst morgens aufgestanden. An dem Montag, an meinem ersten Ferientag an sich. Also wenn man das jetzt so genau sehen möchte. Und wir springen jetzt einfach mal runter. Ja! Natürlich nicht mal im Wasser gelandet. Das ist auch scheiße. Und dementsprechend bin ich ja ein bisschen müde. Aber hey... Das regt sich schon ein. Ey, was mache ich da? Ich kann ja gar nicht schwimmen. Kacke. Bin ich irgendwie heute von Sinn? Ja, ne? So ein bisschen. Scheiße. Einfach jetzt. Ich sag ja, ich bin müde. Einfach so ins Wasser gesprungen. So. Mir nichts, dir nichts. Und ich möchte eigentlich schon ganz gerne. Jawohl. Sehr schön. Das haben wir auch im Krieg. Geil, wir können uns sogar am Baum entlang hangeln. Okay. Ich meine, das ist nur. Das gibt nur Sinn, aber trotzdem. Hier sieht schon geil aus. Kann sagen, was man möchte. Also das gefällt mir einfach hervorragend, dass wir hier einfach mal ein wenig atmosphärische Abwechslung haben und dass wir hier nicht ständig durch die gleiche, durch den gleichen Trott marschieren. Der Alltag langweilt denn ja auch mal nach einer Zeit und Steine und hier dürften definitiv Gegner sein, aber ich habe eigentlich... Wo waren jetzt die Steine? Da. Okay. Hallo! Einmal schön ins Gesicht und... Naja, da... Wow, 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 ganz ruhig, Freunde. Ganz cool. Wow, what the fuck, was passiert denn hier? Wow, okay. Okay, es reicht, das ist mir zu viel. Tschüss! Ja, eigentlich war es mir jetzt nicht zu viel, aber ich sag mal, ich wurde von... der Menge der Leute, die hier sind, überrascht. Ich dachte, es wären deutlich weniger, aber soll mir auch recht sein. Leute, das ist ein Naturschutzgebiet! Ihr schändlichen Leute, Naturschutz herrscht hier. Wieso kann ich eigentlich die Munition nicht aufsammeln? Genau das gleiche MG und... Weißt du was? Du bist zwar dick gepanzert.
Aber du nervst mich, weißt du das? Verpiss dich! Und das war nicht asynchron, falls ihr das jetzt denkt. Ich habe nur ein bisschen später gesagt, als ich ihn wirklich weggekloppt habe. Egal. Lauf mir einfach mal getrost unseren Weg weiter. Vielleicht finden wir ja irgendwas Interessantes. Außer diese Landschaft, die ist wirklich schön. Die könnte ich mir echt stundenlang angucken. Und das hier ist natürlich wieder mal ganz unauffällig platziert. Und App. Und jawohl. Oh, geil, so ein reißender Fluss, ey, geil. Richtig geil gemacht. Da kann man sagen, was man möchte. Das ist für die Zeit, wo das Spiel rauskam, ich glaube 2008, ne? Oder 2009. Ist die Grafik zwar schon ein bisschen veraltet gewesen, ist schließlich auch eine Konsolenportierung. Aber trotzdem, trotz allem wirklich wunderschön. Ich kann es nur immer wieder sagen. Ich meine, allein hier die... Ist halt durch die Lichteffekte sehr atmosphärisch gehalten. Das kann man auf jeden Fall so sagen. So. Gibt's hier denn irgendwas? Wow. Okay. So, das war jetzt ganz schön knapp, muss ich sagen. Ja, rastet man nicht aus? Entspannt euch. Ich sag, ihr sollt euch entspannen. Nicht mich kloppen. So, kommt mal her. Und... Oh, okay, das hat jetzt keinen Sinn gemacht. Ich hab... Oh, was ist das übrigens für eine Waffe? Egal. Ich hab ihn nicht getroffen gehabt. Ich hab den Typen nicht getroffen gehabt. Aber ich hab irgendwie trotzdem hochgeschleudert durch den Impact meiner... Ja, durch den Impact der Explosion quasi, ne? Und... Oh, holy crap. Lass mich in Ruhe. So, das ist aber nur ein Standard-Biomech. Hallo! Ich hab mich selbst weggeballert. Ich bin so intelligent. Komm schon. Oh. Okay, das wird hier kein Spaß. Definitiv nicht. Okay, doch wird es. So, der erste dürfte eigentlich tot sein. Auch wenn wir ihn... Risky Act! Wow, die kommen wieder. Und der nächste. Jawohl. Wir haben echt eine ideale Position ausgewählt. Der Typ... Okay, Moment, ich muss mich ein bisschen konzentrieren. Wir können nämlich so immer an ihren Rücken springen, weil die einfach nicht drauf reagieren, dass wir... Fuck. In den Abgrund springen. Und der war aber allerdings auch intelligent. Bin ich eben auf seinem Kopf gelandet? Geil, ey. Ja. Oh. Ey, das macht Spaß. Ich stopp den jetzt. Oh. Ist er gerade wie Superman weggeflogen? Ja! Ich habe ihn nicht getroffen, oder? Nein, schade. Das wäre jetzt zu cool gewesen, hätte ich den jetzt getroffen. Aber komm her. Ja! Und tschüss. There's no stopping you, is there, Spencer? Guck mal, allein wie er schon redet. Deswegen komme ich zu meiner Theorie, dass wir verraten werden. Ich meine, aber gut, wir kloppen diese Biomax einfach weg wie nichts. Es ist scheißegal. Wir sind einfach Superheld in diesem Spiel. Ach ja, ich muss sagen, ich habe echt meine Freude an diesem Spiel im Moment gerade. Ich nehme jeden Tag jetzt im Moment, obwohl ich in der Pause bin, solltet ihr ja nicht vergessen, zwei Videos eigentlich auf, wenn man so möchte. Immer. Einfach nur, weil ich Spaß dran habe. Und es ist ein gutes Spiel. Es ist ein wirklich gutes Spiel. Ich bräuchte es nicht, es angefangen zu haben. Und es ist zwar natürlich dementsprechend ressourcenaufwendig und mit meinem alten Rechner wäre das schon ganz schön in die Hose gegangen. Aber so läuft alles, ne? Alles läuft. Sehr schön. Wir können jetzt auch erstmal gleich den Part beenden, denn hier kommt wieder eine unauffällige Ladezeit, die man nie sieht, wenn sie kommt. Eigentlich sieht man, weiß man immer direkt, dass eine kommt. Das ist nicht so schwer zu sehen. Und zu dem Speicher. The park seems like a strange hiding place for the carrying device. You really don't know where it is? Like Armstrong said, Project Vulture is way out of my league. I just work here. Yeah. What a shame. What a shame. Ja, mit anderen Worten, wir begehen uns mal wieder in eine Ungewissheit. Und das freut Spencer natürlich, genauso wie unseren guten Kumpel Joe, dem ich jetzt nicht mehr traue, wie schon eingangs erwähnt. Und dementsprechend sage ich mal vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Ich hoffe, ihr hattet euren Spaß. Ich hatte ihn. Und geil.